Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Martha is Dead. Ja, eins vorweg für alle, die doch eher leichte Gemüter sind und einige Szenen vielleicht nicht so gut angucken können. Ich habe mir sagen lassen, dass es wohl mindestens 2, 3 Szenen gibt in diesem Spiel, die sehr heftig dargestellt sind. Deswegen das hier nur als kleine Vorwarnung und dann würde ich sagen, legen wir direkt schon mal los. Die Geschichte von Martha is Dead und die darin vorkommenden Charaktere sind fiktiv. Das Spiel erhält möglicherweise unangenehme Szenen und behandelt Themen, die einige Spieler beunruhigen könnten. Das Spiel wird für ein erwachsenes Publikum empfohlen und trägt die entsprechende Altersfreigabe. Da es sich um ein erzählerisches Drama für Erwachsene handelt, verwendet das Spiel künstlerische Interpretationen, die visuell beunruhigend sein und Unbehagen hervorrufen können. Martha is Dead erforscht die Komplexität der menschlichen Psyche, psychologische Traumata und Selbstschädigung. Das Spiel wird nicht für Spieler empfohlen, die die Darstellung von Szenen, die Blutzerstückelung, Entstellung von menschlichen Körpern und Selbstverletzung enthalten, als störend empfinden können. Wenn du selbst oder jemand, den du kennst, Probleme hast, findest du Informationen und Krisenhilfe unter der folgenden Verlinkung. Ciao, ich bin Julia. Julia K. Gut, dass Sie da sind. Mich hat seit Ewigkeiten niemand mehr besucht. Es ist schon Jahre her. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen, aber wo soll ich nur beginnen? Es ist so viel passiert. Ich sollte bei meiner Kindheit beginnen, aber ich erinnere mich nur sehr vage. Ich erinnere mich nur an den Sommer 1929, als sie mich zu meinem Kindermädchen schickten. Neues Kapitel. Nanni, die Legende. Erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Nein, kleiner Spatz, heute Abend nicht. Ein Nebel kommt auf. Siehst du? Ja, ich weiß. Und wenn es neblig ist, tötet die Frau junge Mädchen. Aber warum ist dir so böse? Weißt du, Julia, Schmerz und Leid können uns dazu verleiten, böse Dinge zu tun. Auch wenn wir eigentlich gute Menschen sind. Genau wie Soldaten, die andere Soldaten töten müssen. Nanni, erzählst du mir die Geschichte von der weißen Frau? Sie macht mir trotzdem ein bisschen Angst. Bald bin ich auch eine junge Frau. Dann könnte sie mich auch töten. Tötet sie auch die, die sie mögen? Natürlich nicht. Das beruhigt mich, weil ich sie mag. Aber was ist mit Martha? Wäre sie in Gefahr? Deine Schwester ist bei deiner Mutter. Also mach dir keine Sorgen. Fehlen sie dir? Nein, ja, Martha fehlt mir ein bisschen. Aber ich verbringe gerne Zeit mit dir. Geh jetzt schlafen, kleiner Spatz. Es wird langsam spät. Ja, Nanni. Ich gehe schlafen und träume von der weißen Frau. War sie hübsch? Oh, sie war sehr hübsch, ja. Bildhübsch. Dann wird sie auch hübsch in meinen Träumen sein. Und werde ich auch so hübsch wie sie? Du wirst noch viel hübscher sein. Nanni, da die weiße Frau mir ja nichts tut, weil ich sie mag, und weil du keine junge Frau bist, kannst du mir ihre Geschichte erzählen, auch wenn es neblig ist? Bitte, oh bitte, 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 bitte. Danach schlafe ich ein, versprochen. Oh, na gut. Du setzt immer deinen Willen durch, du Schlitzohr. Ich habe Nanni geliebt und diese Geschichte. Sie klang mit jedem Mal faszinierender und immer wie neu. Ich habe Nanni jede Nacht darum gebeten, sie mir zu erzählen, obwohl sie mir Angst gemacht hat. Selbst heute kann ich mich noch an jeden einzelnen Tag aus dieser Zeit erinnern und daran, wie glücklich ich war. Einer alten Legende zufolge
werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Sie freute sich auf einen Spaziergang mit ihrer großen Liebe am See und blickte auf den alten Baum, der auf der Seeinsel wuchs. All die Hoffnung und Sehnsucht. Doch es war der Tod, der sie erwartete, nicht ihre große Liebe. Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Und so wurde er auf der kleinen Insel mitten in dem See erhängt, wo er die Frau getötet hatte. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Der weißen Frau, in den Tiefen dieses Sees gefangen. Sie trauert bis in die Ewigkeit um den Verlust des Mannes, den sie so liebte. Die weiße Frau ist dafür bekannt, bei Nebel den See zu verlassen und durch die Wälder zu streifen. Auf der Suche nach ihrer längst verlorenen Liebe. Im Nebel der Morgendämmerung behauptete schon so mancher Jäger, in der Ferne das Wehklagen einer Frau vernommen zu haben. Jedes Mal, wenn die traurige Erinnerung an die Nacht, in der sie ihr Leben verlor, in ihrer Seele hochkommt, nimmt sie einer jungen Frau das Leben. Indem sie einer solchen Jugend das Leben raubt, fühlt sich die weiße Frau, wenn auch nur für einen Augenblick, frei von der Schwere ihres Schmerzes. Gute Nacht, Nanni. Gute Nacht, Schatz. Ich habe fast 3 Jahre bei Nanni verbracht. Und als ich zurück nach Hause kam, habe ich schnell verlernt, glücklich zu sein. Meine Erinnerungen kehrten erst 15 Jahre später zurück, 1944. Während ich dort lebte, beschäftigte ich mich damit, im Wald am See Kameras aufzustellen. Mein Vater hatte ein Gerät gebaut, das man an die Kameras anschließen konnte. Damit konnte man in festgelegten Intervallen Fotos machen. Ich habe versucht, Tiere zu fotografieren und was es sonst noch so an diesem verdammten Ort gab. Neues Kapitel: Der See. Ja, und jetzt kommen wir ins Spiel. Ah, wir machen gerade ein Bild, verstehe. RT. Film abrollen. Kamera öffnen. Alte Filmrolle rausnehmen. Ja, das sollte man eigentlich vorher schon gemacht haben. Neuen Film reinlegen. Kamera zumachen. Film laden.
Timer aktivieren. Gleich geschafft. Jetzt nur noch das Motiv fokussieren. Da schwimmt etwas auf dem Wasser. Vielleicht kann ich es durch die Kamera besser sehen. Warte. Was? Ist das ein Mensch? Ich muss ihm helfen! Ich war entsetzt über die Vorstellung, dass jemand in meinem See ertrunken sein könnte. Der See war meine Welt. Ich verbrachte dort den ganzen Tag mit Träumereien. Ich habe mich oft in Gedanken verloren, aber das war ein richtig böses Erwachen. Schlimm. Die sieht mir aber schon ziemlich tot aus. Ich habe sofort gesehen, dass die Person eines meiner Kleider anhatte. Ich hatte Angst. Ich versuchte dann, diesen leblosen Körper so gut ich konnte ans Ufer zu zerren, ohne selbst zu ertrinken. Erst als ich ihn in meine Arme genommen hatte, wurde mir klar, um wen es sich handelte. Es war meine Schwester, mein Zwilling, ein Teil von mir. Tot. Unbegreiflich. Ich war so verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich tun oder denken sollte. Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Sie sieht mir aber ziemlich tot aus. Das ist nicht wahr. Keine Panik. Es ist alles in Ordnung. Alles wird gut. Ja, darf ich jetzt... Ah. Ich muss ruhig bleiben. Martha ist nicht tot. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Euer Ernst jetzt? Wir haben einen Crash. Ich muss ruhig bleiben. Ja, und da sind wir wieder. Ich hoffe diesmal ohne, dass es wieder abstürzt. Er ist nicht tot. Das kann nicht sein. Das ist nicht wahr. Martha, 26. Februar 1923. Ist alles okay? Bist du verletzt?
Was machst du da? Los, Erich, lauf! Meine Eltern rannten auf mich zu und meine Mutter umarmte mich. Sie, die mich hasste, war zärtlich zu mir. Ihre Wärme erfüllte mich mit Kraft und der Schmerz wurde erträglicher. Ich fühlte mich geborgen. Martha, ist alles in Ordnung? Fragte sie mich ganz langsam, damit ich ihre Lippen lesen konnte. Sie dachte, ich sei taub. Sie dachte, ich wäre Martha. Ich wollte nicht, dass dieser Moment vorbeigeht, also nickte ich leicht. Mir war nicht klar, dass ich etwas getan hatte, das unumkehrbar war. Ich musste nun so tun, als wäre ich Martha. Für immer. Die Leiche. Ein Tag nach Marthas Tod. O Herr, der du die Sterbenden zum Leben erweckst, gib dein Opfer der Liebe für Marthas Seele hin. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, damit ich im ewigen Licht wieder mit ihr vereint sein kann, um niemals die Verwüstung des Fegefeuers zu erleiden. Bitte gewähre ihr die ewige Ruhe und den ewigen Frieden, o Herr, und möge das ewige Licht auf sie scheinen. Erich, hast du daran gedacht, die Kerzen im Flur anzuzünden? Die Leute kommen bald. Mama findet immer für jeden etwas zu tun. Okay, eher um interessante Punkte hervorzuheben. Was haben wir denn hier? Ist ein bisschen umständlich, vorne mit den Schultertasten die Sachen zu nehmen. Kann man das irgendwie angucken oder so? Ne, drehen kann ich es anscheinend auch nicht. Papas Oboe. Wir bereiten ein schönes Duett zusammen vor. In den seltenen Momenten, in denen er zu Hause ist, versteht sich. Wobei, der Herrscher habe ich freigeschaltet. Ein Telegrafenkasten. Ich weiß, wie man damit umgeht. Papa hat es mir beigebracht. Es gibt keinen Grund, das Telefon jetzt zu benutzen. Okay. Ist das, um die anzuzünden? Wenn ich sie denn anzünden könnte? Hallo? Ah ja, das ist ein Feuerzeug. Ah, okay. Dann machen wir das doch überall. Also fängt ja psychologisch gesehen schon sehr heftig an irgendwo. Sie findet ihre tote Zwillingsschwester und ja, nimmt dann quasi ihren Platz ein. Kannst du bitte die Blumen holen oder Martha schicken, wenn du magst? Nie hat man seine Ruhe. Auch nicht in einer Zeit wie dieser. Sie kann keine Sekunde still sitzen. Kann man das von hier aus? Ja. Was zur Hölle? Für einen Moment dachte ich, ich hätte jemanden gesehen. Nein, nein, unmöglich. Es muss diese ganze Situation sein, die mich Dinge sehen lässt, die gar nicht existieren. Okay. Kommt diese Jagdgewehre gehören diese nicht Papa. Blumen zu er ist nie auf die Jagd gegangen. Nanny muss sie hier gelassen haben. Wenn Mama nach was fragt, gibt es kein Entkommen. Ja, aber ich will mich trotzdem erstmal umsehen. Dieser Maler war ein Freund von Opa. Ich habe seine Bilder immer geliebt. Als Kind habe ich sie stundenlang angesehen. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. In unserer Villa müssen es sogar noch viel mehr sein als hier. Ja, das will ich hoffen. Das ist ja jetzt nun wirklich nicht viel. Also das bisschen, was da steht. Die kann man sich auch angucken. Mama und Papa.
Sie sind der Inbegriff von Reichtum und Eleganz. Aber dem Schmerz ist Geld und Stil egal. Na? Die einzige Möglichkeit, Martha und mich voneinander zu unterscheiden, war die Kleidung. Selbst Mama konnte uns nicht auseinanderhalten. Okay, das hat es dann für sie letztendlich natürlich wesentlich einfacher gemacht, in die Rolle reinzuschlüpfen. Alles machen? Erich, jetzt mach du mal! Ich gehe besser, sonst wird sie noch ernsthaft böse. Papas Stöcke. Sie sind so schön, aber ich weiß nicht warum, aber sie haben mir immer Angst gemacht. Ja, dann hole ich sie halt ab. Mensch, ich will mich doch nur mal umschauen. Rechts sind auch noch Sachen neue, die ich noch machen kann. Hallo? Macht sie das auch mal? Jetzt gib mir deine scheiß Blumen, Oma, Mutter. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. So, jetzt möchte ich hier erstmal den Rest weitermachen. Jetzt kann ich oben nur... Oh, was soll ich denn mit den scheiß Blumen jetzt hier machen? Soll ich die auf den Sarg werfen oder was? Oder? Normalerweise sollte man doch denken, dass die Blumen dann auch zu den Toten kommen. Aber hier kriege ich keinen... Kein Bild. Vater, kannst du die Blumen nicht nehmen? Hier. Vater, hilf doch mal. Mein Gott, alles muss man hier alleine machen. Kann man die nicht irgendwie anbrennen oder so? Damit die weg sind? Ich will ja die anderen Sachen machen. Was soll ich mit diesen scheiß Blumen? Wo sollen die hin? Ah, okay. Da, wo ich ja nicht hingehen durfte. Nein, ich hab's geahnt. Was ist hier los? Wer hat die Tür zugemacht? Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Wenn wir da jetzt nicht mal rumkommen, dann bin ich richtig sauer, weil ich wollte ja die Sachen erstmal alle richtig erkunden. Dann kam dieser blöde Hinweis, dass ich da Mutters Stimmbändern nachgeben soll. Jetzt kann ich hier nichts mehr machen, oder was? Erich, wach auf. Findest du es angebracht, ausgerechnet hier zu schlafen? Was? Ja, ich war so müde. Hallo. Ach, jetzt kann ich es. Worüber sprechen die? Du kannst nicht hier bleiben. Geh ins Bett. Nein, nein. Ich möchte bei meiner Tochter bleiben. Deine Tochter. Deine Tochter. Du hast noch eine Tochter. Die, die noch am Leben ist. Wovon redest du da, Irene? Julia ist tot. Was ist das denn für ein Gerede? Wie kannst du nur? Du solltest an Martha denken. Julia hat Martha wehgetan, das weißt du, oder? Und als wäre das nicht genug, hat sie sie auch noch allein gelassen. Die gleiche alte Geschichte. Alles ist immer Julias Schuld, nicht wahr? Sie ist schuld daran, dass Martha taub ist und du unfruchtbar bist. Glaubst du, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Julia ist tot, Irene. Tot! Jemand hat sie umgebracht. Ist dir das klar? Natürlich ist mir das klar. Hältst du mich für dumm? Keinem ist das klarer als mir. Sie hat immer nur Probleme gemacht. Es wäre besser gewesen, sie wäre gar nicht erst geboren worden. Du spinnst! Ich spinne? Ich?
haben das getan, um mir zu schaden. Ja, dein Tod ist allein meine Schuld. Alles, was ich jemals für dich tun konnte, war dir weh zu tun, Julia. Mein armes, süßes, verrücktes Mädchen. Was mache ich nur ohne dich? Wie soll ich jetzt weiterleben? All die Zeit, die ich mit dir verpasst habe. Aber ich bin jetzt zu Hause. Wir können zusammen angeln gehen, Schmetterlinge fotografieren. Nein, nein. Wir können gar nichts mehr zusammen unternehmen, oder? Gar nichts. Während angloamerikanische Bombenangriffe weiterhin die friedlichen Städte im Elsertal verwüsten, haben wir von einigen tragischen Nachrichten aus der Nähe von La Romola gehört. Die junge Tochter des deutschen Wehrmachtgenerals Erich K. wurde in der Nähe ihres Hauses ermordet. Welche Motivation könnte sich hinter solch einer feigen Tat verbergen? Das hoffen die Carabinieri, die sich der Angelegenheit sofort angenommen haben, herauszufinden. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Okay, ich, Martha, verlor ihre Seele? Martha verlor ihre Seele. Ich sehe nichts mehr. Stahl. Ihre Identität. Ich stahl Identität. Ich stahl Identität. Ich stahl Identität. Ich stahl. Ich stahl Identität. 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 Oh. Ist das euer Ernst jetzt? Ich befürchte, ich weiß, was jetzt kommt. RT. Boah, ich finde die Geräusche immer noch am schlimmsten, ne? Thank you.
Ernst? Oh. Nee. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.